So, ich wünsche ein recht herzliches Hallo zu meinem allerersten Video-Tutorial zum Thema Photoshop. Und zwar beschäftigen wir uns heute mit dem Thema Brushes und Spitzen. Und zwar hat bestimmt schon der ein oder andere das selber das Problem, dass sich mit der Zeit da einige anhäufen und man einfach da ein bisschen den Überblick verliert und sich manchmal denkt, könnte das nicht mal alles ein bisschen sauberer und sortierter sein, damit ich auch mal schneller meine Pinselspitzen finde, die ich gerne und schnell benutzen möchte. Da gibt es jetzt eine ganz einfache Möglichkeit, das Ganze zu kategorisieren. Und zwar geht man dann hier in den Pinselspitzen rein. Dann sieht man erstmal hier die normale Übersicht. Da kennt man das ja auch, das Problem. Oder werdet, ups, jetzt ist das weg. Dass man hier das nicht einfach verschieben kann. Jetzt habe ich schon wieder weggeklickt. Und wenn wir jetzt mal ein bisschen weiter runter gehen, habe ich jetzt hier Platzhalter geschaffen und da gaukeln wir Photoshop vor, das wären Pinselspitzen. Dabei benutzen wir das jetzt mal, wie gesagt, als Platzhalter oder für Kategorien. Später erkläre ich auch nochmal in einem extra Videobeitrag, wie man diese einzelnen Brushes-Pinselspitzen erstellt und dann hier einfügen kann. Das könnt ihr euch dann auch gerne mal angucken, falls ihr da Interesse habt. So, als erstes gehen wir jetzt mal hier oben auf dieses Zahnrädchen, gehen auf Pinsel laden. Auf meiner Seite könnt ihr diese Datei kostenlos herunterladen. Wenn ihr diese entpackt, dann findet ihr zwei Dateien vor. Das ist einmal Brushholder, Platzhalter und Empty Brushes. Das sind im Endeffekt hier diese leeren Felder. Die könnt ihr dann anfügen. Ich füge jetzt einfach nochmal hier Brushholder, Platzhalter an, damit ihr seht, was passiert. Das sind ausschließlich diese Texte drin, ja, und die könnt ihr euch dann passend hinschieben. Wie mache ich jetzt nur, dass die passend dann auch dahin kommen, wo sie hingehören, oder meine Pinselspitzen sortieren kann? Dafür gehen wir jetzt nochmal auf das Zahnrädchen, auf den Vorgabenmanager. Dann macht sich eine große Übersicht auf. Es kann gut sein, dass sie noch minimiert ist. Dann zieht ihr euch die einfach mal ein bisschen größer, je nachdem, wie viel ihr da drin habt auch. Und dann könnt ihr jetzt zum Beispiel herkommen und könnt jetzt hier einzelne Felder anwählen, könnt die verschieben, das dauert manchmal einen Moment, oder könnt auch ganze Blöcke auswählen. Wenn ich jetzt sage, hier unten nehmen wir mal das Wort Textur, das könnt ihr dann zum Beispiel hier unten ans Ende hinfügen. Und so seht ihr, dass es schon das Ganze sich verschiebt. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr jetzt mal ein bisschen da Mist gebaut habt oder so, könnt ihr das mit Shift und Pfeiltaste, falls ich es noch nicht erwähnt habe, alles auswählen und auch löschen. So, jetzt ist das bei mir die Liste zum Beispiel da auch wieder ordentlich aufgeräumt ist. Und dann, wenn wir fertig sind, gehen wir hier oben einfach auf Abschließen, fertig. Und dann haben wir unsere Liste soweit angelegt. So, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen und freue mich auf Kommentare und Beiträge von euch. So, wünsche einen schönen Tag und bye bye.